Mit dieser transatlantischen Wirtschaftsinitiative haben die Amerikaner gesagt, wir investieren wieder massiv in die transatlantische Partnerschaft, nur auf andere Weise jetzt. Nicht nur immer sicherheitspolitisch zu denken, aber auch sicherheitspolitisch und wirtschaftlich zu denken. Wir wollen eine breitere Basis für die transatlantische Partnerschaft zu haben. Und diese Wirtschaftspartnerschaft ist natürlich das Fundament, auch für unsere Sicherheitspartnerschaft. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir keine Partnerschaft. So, ich glaube, es hat auch direkte Konsequenzen für einzelne Bürger, für Leute, normale Leute. Das wird man spüren, auch in einem positiven Sinne. Diese Initiative ist weitaus mehr als ein Freihandelsabkommen. Viele sprechen, als ob es wäre einfach noch ein von vielen traditionellen Freihandelsabkommen. Das ist nicht der Fall. Es ist weitaus mehr und es ist neu, auch für die Welt neu, was angestrebt wird. Und die Bundeskanzlerin hat sehr viel hier dazu beigetragen. Sie und der Präsident, Präsident Obama, wollen das jetzt voranbringen. Handel ist ein Teil. Güterhandel ist ein Teil. Wenn wir die Handelsbarrieren zwischen USA und EU wegräumen könnten in diesem Bereich, es ist schon jetzt 650 Milliarden Dollar wert und es würde sich erhöhen mit guten Konsequenzen für Exportwirtschaft in Deutschland und in den USA. Aber im Dienstleistungssektor ist noch ein Bereich. Die meisten Leute in Deutschland arbeiten im Dienstleistungssektor wie auch in den USA. Und das sind, wo die Arbeitsstellen sind für die Zukunft. So, wenn wir die Schutzmaßnahmen auf beiden Seiten wegbringen oder reduzieren in diesem Bereich, das ist die wichtigste internationale Initiative derzeit, um Jobs zu schaffen. Und das ist gerade, was wir wollen jetzt. So, das bringt direkte positive Auswirkungen, wenn wir das hinkriegen. Dann die Investitionen jederseits sind wirklich die treibende Kraft jenseits der Atlantik für Wirtschaftsfragen, nicht der Handel an sich. Ja? Güterhandel ist wichtig, die meisten deutsche Firmen aber investieren jetzt in den USA. Deutsche Investitionen in die USA sind fünfmal so groß wie der deutsche Export in die USA. Und umgekehrt, amerikanische Firmen sind der größte Arbeitgeber aus dem Ausland in Deutschland und auch in der EU überhaupt. So, wenn sie mehr investieren in Deutschland, sie bringen auch mehr Jobs. Und diese Jobs an sich sind besser bezahlt, gut bezahlte Jobs. Es sind nicht McDonald's Jobs. Es ist nicht der polnische Kellner. Es ist wirklich gut bezahlte, professionelle Jobs, die wir jetzt besprechen. Und im letzten Bereich, wir müssen schauen, dass wir einen Prozess, einen Mechanismus entwickeln, wobei wir die Grundnormen, die wechselseitige Regulierungen irgendwie, wenn möglich, in Einklang bringen, weil wir so tief verflochten sind transatlantisch, dass kleine Änderungen in Verordnungen und Gesetze große Kosten mit sich bringen für den Verbraucher und für Firmen. Und wenn wir sie ein bisschen wegräumen können oder harmonisieren könnten, das wäre wichtig für jeden Einzelnen. Wir können Kosten sparen und die Firmen wären wettbewerbsfähiger für die globale Konkurrenz.